Willkommen zu einer neuen Folge Mordors Schatten, wo wir jetzt immer noch zwei von den Hauptmännern umnieten müssen. Und wir sollten diesmal die Unterhauptmänner uns mal zuerst hier vornehmen. Den einen hat es lustigerweise zerrissen im Off, weil die gegeneinander gekämpft haben. Das heißt, wir müssen jetzt den hier eigentlich nur noch erwischen. Ach nee, das ist ein anderer General. Aber egal, der hat nur einen, wie es aussieht gerade. Dann holen wir uns den hier, weil die kämpfen ja immer die ganze Zeit untereinander. Der hier ist auch schon wieder im Battle mit irgendwem. So. Und wo ist der jetzt markiert? Hier irgendwo in dem Gebiet. Okay. Oh, oh. Ach, egal. Der hier hat uns noch gesehen. So, jetzt müssen wir hier irgendwo den Kerl finden. Ah, ist natürlich ein denkbar unpraktisch großes Gebiet. Wir könnten... Na... Egal. Ich dachte schon, hier ist vielleicht einer, der Informationen hat, aber sieht nicht so aus. Hm. Jetzt schaue ich mir doch nochmal das Gebiet an. Wo war's? Hier ist die Karte, genau. Nee, hier ist er nicht. Gormung Schafauge, okay. Wenn ich so ein Bogenschütze wäre... Dann, wo würde ich mich verstecken? Oh, oh, ein Wag. Wie auch immer, ich muss weg. Ah, er ist hinter uns her. Oder auch nicht. Oh, da ist jemand. Ukrom. Das ist nicht der, den wir wollen, aber definitiv jemand, den wir vernichten sollten. Ich weiß gar nicht, war der nicht sogar auch von irgendwem der Wächter? Der ist hier fast alleine. Nein, er ist immun gegen Schleichen. Ich bin hergekommen, dich zu töten. Naja, so ein guter Sänger ist er nun aber wirklich nicht. So. Schon vergessen. So. Und damit hätten wir den schon mal. Oh, da ist unser Ziel. Ach, hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen. Das wird ein Spaß. Oh ja, aber nicht für dich. Dummen, vergifteten Pfeile hier. Oh, oh, verdammt. Nein. Shit. Oh nein. Das wäre mir gerade ein bisschen zu viel. Du hättest nie nach Mordor kommen sollen, Tag. Und noch einer von denen. Oh, Jemine. Oh, oh. Wo kommen die denn jetzt gerade alle her? Das gibt's ja gar nicht. Oh, oh. Naja, den erwischen wir schon noch. Die holen noch mehr Verstärkung. Das gibt's ja gar nicht. Wir müssen unbedingt hier irgendwo nach oben kommen, weil drei von denen sind vielleicht dann doch ein bisschen viel. Ah,
Warum komme ich denn da gerade nicht nach oben? Oh, gut. Irgendwie hat das jetzt die A-Taste gerade gehangen. Aber wir sollten unbedingt uns den hier befreien. Ha! Und da hinten ist nochmal so einer davon. Yay! Damit sind wir ihn schon mal los. Und den hier sollten wir erwischen. Hä? Ist das auch ein Boss? Ah, jetzt haben wir ihn. So. Und jetzt noch den hier. Shit. Wir müssen unbedingt diesen Berserker irgendwie noch erwischen. Den da. So. Jetzt haben wir ihn. So. Jetzt ist auch die Menge der Mobs nicht mehr so schlimm. Verdammt. So, Doppelkonter direkt mal. Ha! So, jetzt erwischen wir ihn noch. Shit, da habe ich den Falschen executed. Ach, da ist jetzt wieder ein Boss gekommen. Bist du bereit für einen Schnelltod? Effekthascherei ist nicht mein Ding. Ja, ja, ja. Aber jetzt erstmal. Nein, ich habe schon wieder den Falschen. Oder doch? Okay. Achtung, Uruks! Zurückziehen! Wir haben direkt den Neuankömmling gefinished. Der ist immun gegen Schleichen. Was? So. Du kämpfst einen verlorenen Krieg. Und du einen Toten. Ha. So. Das wäre geschafft. Das ist dein Ende. So. Da, der Tark. Ach, geh weg. So. Das hätten wir geschafft. Nein. Ah. Shit, so einen kann ich jetzt echt nicht. Oh ja, sicherlich. Ach komm. Ach komm. Wir besiegen drei Generäle hier. Aber dieser komische Hund. Okay, ihn haben wir auch weg. Und... ja, ja, der hat Karagons getötet. Wunderbar. Dann haben wir ihn erwischt. Yes. Es wird langsam richtig dünn hier vorne. So, aber jetzt hat er hier keine Leibwache mehr. So, dann holen wir uns nämlich den als nächstes Ziel. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Licht. So, wo ist das? Das war doch der hier, oder? Ja, ist doch markiert. Haben wir nichts, was irgendwie näher ist? Kommen ja fast direkt von hier aus los. Die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, ja, ich glaube, das ist mit das Beste. Aber wobei, ich kann sogar direkt nochmal neue Fähigkeiten mir anschauen. Ein Moment, Verbesserung. Yay, oh, jetzt kommen ja schon richtig viel. Von 8 auf 5, das ist natürlich geil. Definitiv.
Das hier ist auch cool. Spricht bei einem Verhör eine Todesdrohung gegen einen Hauptmann aus. Das ist natürlich cool. Aber müssen wir dafür den Hauptmann auch bedrohen? Das könnte man glatt mal ausprobieren. Vielleicht nehme ich das hier mal mit. So. Waffen und Runen. Hohoho. Gottes Willen war ich schon lange nicht mehr hier. Das hier ist definitiv eine bessere. Stufe 17, okay. Und den Schaden da erhöhen, okay, das ist jetzt nicht so sinnvoll. Prozent Verteidigung gegen Fernangriffe, das ist gar nicht mal so schlecht. Weil das ist mit unser schlimmstes... Naja, können wir mehr davon eigentlich nehmen? Yay. Okay, was haben wir hier noch so? Haha, oje mine. So, das passt erstmal. Und hier... oh Mann. Da habe ich wahrscheinlich die vielleicht freigeschaltet. Ich habe im Off nämlich so ein bisschen diesen anderen Modus mal getestet. Habe ich den dadurch bekommen? Es kam mir gar nicht so viele vor, die ich jetzt irgendwie bekommen habe. Aber wir können die mal umwandeln in diese Punkte. Ja. Natürlich. Die hier unten brauchen wir sowieso nicht. So, weil dann können wir uns nämlich direkt eine neue Rune holen. Yay. Ach nee, das ist von den Dolch. Wir wollen erstmal fürs Schwert. So. Okay, was packen wir da jetzt rein? Zwei Elbengeschosse bei einem tödlichen Kampf? Nee. Fokus direkt wieder her. Ja, mach mal doch direkt das hier rein, dass wir noch mal mehr heilen. So. Ja, jetzt wird es doch gelacht, wenn wir jetzt noch mal down gehen. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. So. Ah, und da ist auch perfekt einer, den wir verhören können. Da können wir mal schauen, ob wir jetzt eine Todesdrohung aussprechen können. Ach nee, das sind Informationen. Verdammt. Den können wir natürlich keine Todesdrohung aussprechen. Wir möchten mehr über den da wissen. Nun gut. Dann über den da. Verdammt, ich dachte, ich hätte dem eine Todesdrohung aussprechen können noch. Das wäre nämlich richtig cool geworden, wenn wir auch noch besseren Loot bekommen würden dadurch. So, da vorne sind wir auch gleich schon da. Diesmal kriegt er aber eine drauf. Ah, und er ist direkt schon da. Oh, du wirst so leiden. Diesmal läuft das Ganze anders. So. Ach, verdammt. Immun gegen Schleichen. Ich nicht. Ich töte dich. Tja. Das glaube ich aber nicht.
So, die Hälfte hätten wir. Tja. Oh nein. So leicht geht das. Pa. Und damit haben wir fast alle von denen weg. Erhöht alle... Wow, 50%. Das ist natürlich richtig stark. Die Rune werden wir auf jeden Fall gleich nehmen. Nehmen wir die niedrigste hiervon und das ist natürlich richtig stark. Und da vorne liegt sogar noch eine Rune. Habe ich die vergessen, als ich das letzte Mal hier war? So. Da könnten wir natürlich auch nochmal den Nahkampfschaden erhöhen. Aber ich glaube, wir müssen mal kurz schauen, wer uns jetzt noch fehlt von den Großen. So. Das hier ist ja unser Eingesetzter. Der gute Redback. Der hier hat noch zwei und der hier hat noch einen. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns ihn hier. So. Wo war der jetzt auf der Map? Der war da hinten. Ja, da porten wir uns einfach mal hier hin. Ja, in diese Richtung. Haben wir den auch schon auf der Map markiert? Okay. Woher wissen wir denn schon, wo der ist? Wer ist denn das? Ist das der unser? Nee. Aber das ist auch einer. Puh. War der auch immun gegen Schleichen? Mal schauen, können wir das sehen? Nee, leider nicht. Okay, egal. So, damit haben wir schon auf der Hälfte. Ich kann es kaum erwarten, dir die Haut abzuziehen. Die steht dir sowieso nicht. Weniger noch. Oh, verdammt. Das tust du nicht. Oh oh. Du hast nach mir gesucht. Hier bin ich. Ach, er weiß, dass wir ihn gesucht haben. So. Ihn hätten wir. Tja. Natürlich. Tja. Machen wir jetzt viel Schaden mit dem Schwert. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich richtig, richtig viel. So. Und da hinten flieht einer. Dann wollen wir direkt mal schauen, ob wir nicht den für eine Todesdrohung nutzen können. So. Und er ist auch noch gestolpert. Na, komm nur her. Tja. So. Ah, perfekt. Todesdrohung. Und... er hier. Sie markieren. Und ihn war mir eigentlich eine Todesdrohung. Warum können wir ihm keine... Wir können nur den hier... Hm. Na toll. Da würde ich fast sagen, nehmen wir lieber ihn hier. So, als letzten von denen.
Höhere Chance? Yay. Okay, dann würde ich aber auch sagen, mache ich hier eine kurze Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich den hier versuche zu erwischen. Oder vielleicht direkt den großen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.